Nach der Pandemie könnte vor der Pandemie sein. In den USA hat sich bereits der vierte Mensch mit der hochansteckenden Vogelgrippe angesteckt. Und auch in Deutschland ist diese Grippe inzwischen ausgebrochen. Bislang nur zum Glück bei Tieren. Kein Durchkommen, Pandemiegefahr. Im Landkreis Bentheim in Niedersachsen wird abgeriegelt. In die Nähe der großen landwirtschaftlichen Betriebe kommt niemand mehr. Bei uns ist in der Grafschaft die gefährliche Form der Vogelgrippe ausgebrochen. Ein Sperrbezirk heißt jetzt Schutzzone von 3 Kilometern und eine Überwachungszone von 10 Kilometern eingerichtet worden. Im gesamten 10-Kilometer-Bereich haben wir es mit rund 1,5 Millionen Tieren und rund 320 Haltungen zu tun. Die Vogelgrippe gibt es weltweit zwar schon seit vielen Jahren, jetzt ist sie im Westen zum ersten Mal aber keine reine Vogelgrippe mehr. In den USA ist sie bei Kühen und sogar schon Menschen angekommen. In mehreren Bundesstaaten haben sich hunderte Herden von Kühen angesteckt, die jetzt auch 4 Menschen infiziert haben. Gerade in den USA ist die Situation prekär. Dort findet keine vernünftige systematische Überwachung wie in Europa statt, keine effiziente Eindämmungsstrategie. Und das macht die Situation gewissermaßen so, dass man sich Sorgen machen muss. Wenn das nicht gelingt, regional das unter Kontrolle zu bringen, wird es weltweit dann schwerer und kann halt auch größere Folgen für die Landwirtschaft hier und gegebenenfalls sogar den Menschen haben. Laut Bundesinstitut für Risikobewertung ist die Übertragung des Erregers über infizierte Lebensmittel nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich. Aktuell gibt es noch keine Nachweise, dass sich das Virus von Mensch zu Mensch übertragen lässt. Die infizierten Amerikaner hatten direkten Kontakt zu den Tieren. Sie haben nur leichte Symptome. Virologe Klaus Stöhr sieht die große Pandemiegefahr bei Mutationen. Mit der spanischen Grippe ist schon einmal eine Vogelgrippe zur tödlichen Menschenpandemie geworden. Tatsächlich müssen wir befürchten, dass dieses Virus, wenn es auf den Menschen überspringt, sich irgendwann mal so an den Menschen anpasst, dass eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung, die es jetzt nicht gibt, dann passiert. Und dann könnte es auch eine neue Pandemie geben. Corona war eigentlich im Vergleich mild, wenn man das vergleicht mit dieser 1918-Pandemie. Da sind zwischen 40 und 60 Millionen Menschen gestorben. Da war die Weltpopulation aber noch 1,5 Milliarden. Also die Auswirkungen könnten schon dramatisch sein. Das Testen zur Vogelgrippe könnte schwierig werden, denn methodisch ist der Erreger deutlich komplexer als der von Corona. Dafür sind BioNTech und Co. schon gut vorbereitet. Die ersten Impfstoffe zur Vogelgrippe sind schon in der Pipeline.